Im Emporio Tower der Hamburger Innenstadt hat die Clusteragentur EEHH zu einer Konferenz zum Stand der erneuerbaren Energien eingeladen. Prominenter Gast ist Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz. Die erneuerbaren Energien sind für Hamburg von großer Bedeutung. Viele Unternehmen, viele Forschungsaktivitäten finden sich hier. Und gerade was die Windkraft betrifft, ist es so, dass die meisten Hauptquartiere für Deutschland, für Europa, teilweise sogar weltweit, sich hier ihren Ort gesucht haben. Nach der Eröffnung durch Geschäftsführer Jan Rispens und Hamburgs Bürgermeister führt Moderatorin Ursula Heller durch das Programm. Dr. Andrew Gerard gab den Teilnehmern einen umfassenden Überblick zur bisherigen Entwicklung der erneuerbaren Energien und wagte einen Ausblick auf die Technik der nächsten Jahrzehnte. Hamburg is really the center of wind energy activity in Germany, maybe even in Europe. And so we had an interesting variety of different things, a bit of history, and a bit of personality, a bit of technology, a bit of politics. And I think demonstrating again that the Germans are leading the way, I think technically and politically. Ihm folgten zahlreiche Vorträge aus den verschiedensten Bereichen der Solar- und Biogasenergie. Detaillierte Einblicke in den Stand der Windenergie im On- und Offshore-Bereich von Windparkbetreibern und Stromerzeugern rundeten das Bild ab. Hamburg ist aus unserer Sicht deswegen interessant, weil Hamburg heute das europäische Offshore-Capital ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Eigentlich alle Firmen, die ernsthaft sich in diesem Segment bewerben, haben Büros in Hamburg, bauen die aus. Und Hamburg hat noch dazu ein relativ breites Angebot an Dienstleistern, Ingenieurkapazität, spezialisierten Kanzleien, Logistik, was auch immer. Das zusammenzubringen, halten wir für eine ganz sinnvolle Geschichte. Und das ist vielleicht auch so das Standalone-Merkmal, um das neudeutsch zu sagen, was Hamburg hat. Und da beteiligen wir uns gerne. Interessante Aspekte kamen aus der Gruppe der Finanzierer, die klare und eindeutige Strategien befürworteten. Die Veranstaltung heute freut uns sehr. Wir sind ja auch Sponsor hier. Es ist mal Zeit, dass in Hamburg auch zum Thema erneuerbare Energien eine Konferenz stattfindet. Ja, wir haben in Hamburg eine Menge Windenergie, eine Menge Solarenergie. Wir selber sind der größte Solarparkbetreiber in Deutschland und freuen uns einfach, hier die Sicht eines Investoren auch mal den Konferenzteilnehmern darbieten zu können. Und, ich glaube, dass die erneuerbaren Energien hier als Wirtschaftsfaktor in Hamburg zunehmen werden, neben den klassischen Bereichen wie Hafen. Und insofern glaube ich, dass das sich sehr gut entwickeln und wachsen wird. Aber auch die Stromerzeuger aus der Biogasbranche steuerten neue Erkenntnisse bei und verblüfften manchen Experten. Die großen Anlagenkonstrukteure und Energieerzeuger vermittelten einen Ausblick in die Thematik der Energiespeicherung und bewarben Projekte im Bereich Power to Gas, bei denen überschüssiger Strom aus Solar- und Windenergie als Gas im Erdgasnetz zwischengespeichert wird. Entsprechende Anlagen sind gerade im Entstehen. Ja, ich finde es ganz spannend, die unterschiedlichen Assetklassen so zusammenzubringen, wirklich zu Wind, Solar und auch Bio was zu hören. Diskussionen fand ich sehr hilfreich und auch intensiv und finde ich es eine schöne Veranstaltung. Nach einer ausgiebigen Mittagspause und einem wohltuenden Buffet diskutierten die Teilnehmer am Nachmittag über weitere Themen. Für mich ist es ein glorreicher Auftakt des Clusters Erneuerbare Energien, bei seiner ersten Konferenz ein solches Publikums-Turnout zu haben. Und für mich als Jurist ist es natürlich spannend. Hier trifft sich die ganze Branche, längst nicht nur Juristen, sondern Techniker, Wirtschaftswissenschaftler. Und hier kann man die Beziehungen knüpfen, hier kann man sich mit interessanten Leuten unterhalten. Von daher eine rundum gelungene Veranstaltung. Auf der mit Spannung erwarteten Podiumsdiskussion tauschten sich Vertreter der verschiedensten Bereiche in den erneuerbaren Energien zur weiteren Entwicklung der Branche aus. Trotz Differenzen waren sich die Diskutanten einig, in Zukunft den Dialog mehr zu pflegen, um schnelle Fehlentscheidungen zu verhindern und den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Besonderes Highlight des Tages war die anschließende Verleihung der German Renewables Awards 2012. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen heute, jetzt zu einer Premiere, zu unserer Preisverleihung
der German Renewables Award 2012. Eine echte Premiere. Dieser Preis als solcher wird zum ersten Mal ausgelobt. Und ich freue mich riesig, er geht an Schrittmacher, Mutmacher und Pioniere ihrer Branche der erneuerbaren Energien. Geht an junge Menschen, an Menschen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens sind und an einen Menschen, der gestanden ist, der für sein Lebenswerk heute geehrt wird. Sönke Horn erhielt den Preis für seine Bachelorarbeit zum Thema Speicherkonzepte für regenerativ erzeugten Überschussstrom. Ich bin sehr froh darüber, den Erhalt zu haben, weil er zeigt, dass meine Bachelorarbeit doch auch wichtig war und in diesem Bereich viele interessante Menschen arbeiten und das ist sehr wichtig für mich. Ansgar Lieberei konnte die Jury mit seiner Diplomarbeit Szenerien für eine Stromversorgung durch regenerative Energien für Hamburg begeistern. Ich freue mich sehr darüber, dass die Arbeit ausgezeichnet wurde. Ich habe sehr viel selbst gestaltet an dieser Arbeit und dementsprechend freue ich mich darüber, dass auch andere sehen, dass es eine Arbeit ist, in der Herzblut steckt. Jana Weinberg analysierte in ihrer Diplomarbeit Elektromobilität im Vergleich zu anderen Landtransportkonzepten. Ich freue mich natürlich sehr darüber, gerade da ich in dem Thema weiter forsche und dadurch merke, dass da großes Interesse ist und mich das bestätigt, weiterzumachen. Christina Gulan-Lemke befasste sich in ihrer Dissertation mit Architekturform und Solarenergie und konnte erstaunliche Erkenntnisse zu Gebäudeformen liefern. Ganz nebenbei wurde die junge Wissenschaftlerin während ihrer Promotion noch Mutter von zwei Kindern. Das ist eine Anerkennung meiner Arbeit, insbesondere da ich am Anfang der Arbeit auf Stipendiensuche gegangen bin und ganz viele Absagen bekommen habe mit dem Argument, das könnte man gar nicht schaffen. Und denen halte ich jetzt meine fertige Dissertation entgegen und sage, klar kann man das schaffen. Den bewegendsten Augenblick der Veranstaltung erlebten die Zuschauer, als der Jurist Dr. Klaus Rawe für sein Lebenswerk geehrt wurde. Sein jahrzehntelanger, unermüdlicher Einsatz für Windenergie und andere erneuerbare Energien auf politischer und bankwirtschaftlicher Ebene in Schleswig-Holstein, Deutschland und der EU gilt als wegweisend, da er erneuerbare Energien zu einer tragenden Säule der Energieversorgung werden ließ. Das ist eine große Überraschung und eine große Ehre für mich und ich nehme das als eine gleichzeitig große Ermunterung, erst recht weiterzumachen, weil noch viel für die Erneuerbaren zu tun ist. Ich wusste davon gar nichts. Ich bekam einen Anruf, war zunächst sprachlos und habe mich dann riesig gefreut, dass man gemeint hat, dass das, was ich versucht habe, in den vergangenen Jahrzehnten zu leisten, Anerkennung gefunden hat. Aber es ging nur, weil wir immer in einem guten Team, in einem guten kollegialen Zusammenspiel gearbeitet haben. Das zeichnet unsere Branche aus. Ich wünsche den norddeutschen Clustern, dass sie ihre Zusammenarbeit intensivieren und dass sie sich in 5 Jahren auf der Weltkarte fest etabliert haben. Beim anschließenden Abendessen tauschten sich die Gäste zu den Klängen von Max und Friends aus. Und ich denke, Hamburg hat sich weiter positioniert als führende Stadt der erneuerbaren Energien.